So, wir machen heute einen kleinen Ausflug zu einer alten Burgruine. Das Wetter ist prächtig, etwa 15 Grad, das reicht. Also, los geht's. Geht's los? Scherzi. Geht's wieder los? Nicht so machen, Schatz? Nö, passt schon. So, hopp. Gut. Chiare. Schulbus. Ah, macht der Platz oder macht der? Schlechte Kommunikation. So, jetzt sind wir dann gleich oben und von da ist es dann noch etwa 15 Minuten zu Fuß. Aber hier gibt es irgendwo einen Parkplatz. Parkplatzruine. Ja, aber ich stelle den nicht ins Gras, sonst fällt die Mühle um. Ich stelle sie hier. Kannst du absteigen, ne? Da oben. Ah! Ja. Da oben. Bisschen laufen, ne? Ja. Guck mal, eine Kuh. Das sind Kühe. Da guckt er an. Die guckt ganz böse. Psst, miau. Der kommt, wenn ich miau sage. Miau. Miau, miau. Miau, miau. Naja. Hübsches Gesicht hat er schon ein bisschen. Wahnsinnig hübsch. Ja. So. Ja, der kommt mit. Der kommt mit. Kommst du mit? Soll ich dir tragen? Miau. Das ist doch gar kein Hund, Schatz, wo du machst das noch. Ja. Der hat Angst vor meiner Kamera. Lass mich in Ruhe. Okay, gehen wir. Herrlich. Die Gebirge da drüben. Das ist schön. So, jetzt sind wir also auf dem Weg zur Ruine Schenkenberg. Sing mal was auf Philippinisch. Kann ich nicht singen. Ich glaube, ich bin die einzige Philippinin, wo ich nicht singen kann. Ne, okay, macht nichts. Burgruine, Schinkenberg, Wahlheim. Das ist auch sehr interessant. So, und jetzt wie alt ist das Ding? Wie alt ist das Ding? Das ist ja ein 13. bis 15. Jahrhundert Sitz verschiedener Adelsfamilien. Interessant, hä? Sehr. Bär hat es geschafft. Okay. Interessant, mein Schatz. Das ist so eine kleine Loch.
Was ist das denn? Ja, ein Geist. Oh, oh, das kann ich ja schon glauben. Das war mal schon ein Geist. Ah, ich sehe ihn. Da oben sitzt eine Krähe. Ach, das ist ein Krähe. Oh, das spricht ja halt der Wind. Bin ich mal interessiert, was ist das von Bäumen hier? Ist das Äpfel? Kann sein. Okay. Das ist schon noch interessant, sich vorzustellen, wie die Leute hier gelebt haben. Und richtig. Gehen wir nach Hause. Hier wäre es auch schön gewesen, ne? Ja. Hier Pfeifchen rauchen. Komm, wir gehen mal noch gucken. Uhu. Let's go. Let's go. So, herrlich. Wir haben schon einen schönen Tag heute. Ja. Durch den Gang, oder? Ah ja, hier kommt man von der Rückseite. Von der Rückseite. Okay. Ja, dort ist vorne und hier ist die Rückseite. Genau. Jetzt gibt es dann den Sonnenuntergang. Yeah. Heute haben wir uns noch ein Motorrad angeguckt beim Händler um die Ecke. Eine Suzuki V-Strom XT heißt die, glaube ich. 2019 Jahrgang. Also gebraucht, aber nur 350 Kilometer gefahren bis jetzt. Scheinbar der Besitzer hat dann gleich am Anfang einen Skiunfall gehabt und sich die Schulter kaputt gemacht und jetzt kann er das Mofa nicht mehr fahren. Und darum steht es jetzt beim Händler und ist zum Verkauf. Ich habe nur geguckt, ist noch nichts entschieden. Aber irgendwie schon, ne? Ja. Gefällt dir auch? Oh ja. Das ist richtig ein ganz schöner Mopar. Aber ich überlege mir jetzt eben noch wegen der Marokko-Reise, ob ich das vielleicht mit so einem Adventure-Bike machen soll oder mit meiner Harley. Schwierige Entscheidung. Was soll ich machen? Baby mitnehmen. Baby? Baby ist die Harley? Ja. Ah. Okay, ich überlege es mir mal noch. Ja. Was würdet ihr machen? Wenn ihr nach Marokko gehen würdet, auch mal so den ein oder anderen Schotterweg fahren wollt, geht auch mit der Harley, habe ich schon gemacht, habe ich ja bewiesen da bei der Kroatienreise. Da auf den Winnetou-Filmplatz da nach oben gefahren und das war etwa Schotterstraße wie die hier. Das geht gut, aber ich glaube mit so einem Adventure-Bike ging es noch besser, aber ja, ich bin nicht sicher. Was würdet ihr machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Genau, das ist eine ganz gute Idee. Ganz gute Idee. So, wieder da. War schön? Sehr schön. Das war doch der Hammer. Das ist so ein schöner Tag heute, gell? Ja. Und jetzt noch einen schönen Sonnenuntergang. Jawohl. Und das wär's dann gewesen. Jawohl. Gut. Super. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder gerne einen Daumen nach oben, ein Abo, Glocke. Und dann sehen wir uns bald wieder. Jawohl. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und tschüss.